Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen RTL 2 Video. Wie ihr schon seht, hatte ich heute im Laden mal ziemlich viel Glück, eigentlich ist wie immer, mit den Tränken, nicht mit Ausrüstungsgegenständen. Die sind weiterhin alle ziemlich schlecht. Klar, Geschick 78, aber da finde ich meinen Ring noch ein bisschen besser. Ja, aber mit den Tränken habe ich echt ziemlich viel Glück. Ich habe heute, glaube ich, wieder 3 XL-Tränke hier gefunden oder 4 vielleicht sogar. Ja, ich glaube 4. Ja, auch noch ein paar andere Tränke, die habe ich jetzt hier mal drin. Und ich habe gestern noch einen Dungeon geschafft, habe ich wieder ein Epic bekommen. Handschuhe des Fledermausmannes. 3x plus 61, das finde ich auch nicht schlecht. Ja, und jetzt versuche ich einfach mal ganz kurz den nächsten Dungeon und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wer jetzt so wen abgehängt hat. Muss ich kurz mal gucken. Grimmiger Wolf, nee. Der war Stufe 60, den schaffe ich nicht. Ich weiß gerade nicht, welche Stufe Pirat Düsterbart ist, aber ich mache einfach erst einmal. Rotlicht zu Kubus. Ah, Inventar ist voll. Ja, verdammt. Was mache ich denn da? Packe ich einfach mal den Intelligenztrank rein. Den brauche ich sowieso, glaube ich, nicht. So, dann hoffen wir mal, dass ich da irgendwie eine Chance habe. Obwohl ich. Ah, das ist ein Geschickgegner. Also, ich habe mehr Geschick schon mal. Das ist klar. Ausdauer fast gleich. Ich habe mehr Glück. Also, es könnte was werden, wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe. Aber Moment, sieht es ganz gut aus. Kommt schon. Na? Könnte ein spannender Kampf werden. Solange die jetzt nicht gleich dauerhaft kritten wird. Komm schon. Ja, das ist doch ein Schlag ungefähr. Komm schon. Jawohl. Habe ich sogar noch geschafft. Das ist echt mal cool. Endlich mal ein bisschen mehr Glück im Dungeon. Ja, das Goldfass gill ich dann auch gleich mal. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen Ausdauer. Ich habe allgemein nicht wirklich gute Attribute hier. Aber das geht schon. So, ja, jetzt gucken wir kurz auf die Rangliste hier an. Da bin ich auf jeden Fall, denke ich mal, so einer der letzten mit 54,5. Habe aber noch keine Alus gemacht. Also hier, ich habe noch 100. Da alles noch voll und ja. Kann er noch eventuell viermal Bier trinken. Aber das mache ich dann, glaube ich, eher nicht. Achso, hier, ich kann Raid starten. Genau, so machen wir mal gleich den nächsten Raid. Und der Schilling ist auch gerade online. So, jetzt gucken wir mal. 54,5. Dann ist der hier schon Neverending 3 Stufen über mir. Die haben alle mehr Alus und mehr Dungeons als ich gemacht. Ja, da ich schon an 3 Tagen keine 100 Alus gemacht habe, an einem Tag sogar nur 20 und an einem Tag gar keine, ja, MMOVZ ist ungefähr dieselbe Stufe, ein bisschen weiter hinten noch. Oh, der hat einen Lebenstrank, genau. Ja, da hat er 28 Dungeons und einen hübschen Epic-Bogen. Das ist echt doch mal ein geiles Teil. Damit hat er bestimmt eine gute Chance, noch weitere Dungeons zu besiegen. Ja. Gucken wir weiter. Ja, der macht nicht mit in der Challenge. Das wäre ein bisschen unfair. Moment, wo geht's denn jetzt hier weiter? Da ist Risen, auch Stufe 57, fast 58. Mit 29 Dungeons. Der hat im Moment noch am meisten. Ja, die Waffe ist natürlich auch richtig geil. Kann man nicht anders sagen. Aber meine Ausrüstungsgegenstände kommen jetzt auch langsam dem nahe, wie er seine Ausrüstung hat. Er hat nur noch eine bessere Waffe. 140, 208. Da habe ich 130, 176. Aber dafür habe ich jetzt hier auch schon 3 Epics. Klar, das hier ist nicht mehr ganz so gut, aber die anderen beiden sind noch ziemlich gut. Das ist auch noch ganz gut. Das eigentlich auch noch. Der Waffe ist auch noch ganz in Ordnung. Schuhe sind auch noch okay. Nur die beiden Sachen müsste ich dann irgendwann mal austauschen. Da gibt es jetzt schon Sachen mit über 100 Geschick. Ja. Also, wer ist denn jetzt hier Erster? Neverending war ein bisschen vor MMOVZ, ne? Ja, ein ganz bisschen. Also, dann ist Neverending entweder Erster oder Zweiter. Ich muss kurz gucken. Bis hierhin. Ich glaube, da war Risen ein bisschen weiter. Boah, das ist jetzt. Ja, doch, ich glaube, Risen ist ein bisschen weiter. Der war bis hier oder so. Dann ist Risen wahrscheinlich Erster. Neverending ist dann Zweiter. Und MMOVZ ist dann Dritter. Und wer jetzt Vierter ist, das werde ich auch mal schauen. Da bin ich wahrscheinlich auch schon nicht einmal mehr Vierter. Das gucken wir jetzt mal. Ja, Wissen. Danach kommt
Magic Doom bzw. Cancel It. Mach doch erstmal deine 300 Alus, dann hast du mich bestimmt auch schon überholt. Ja, der hat auch schon 23 Dungeon-Etagen gereinigt. Ich weiß gar nicht, warum der meint, dass er kein Glück hätte. Ich hatte bis vor kurzem noch nicht einmal den Herr der Finsternis und da war ich schon Stufe 50 etc. Ja, dann ist hier noch Mythwitz auf Stufe 51. Auch mit 20 Dungeon-Etagen, der schafft jetzt auch noch ein paar. Zwei oder drei müsste er auf jeden Fall noch schaffen. Seine Ausrüstung ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, die beiden Sachen sind natürlich schon ziemlich alt. Aber ansonsten, gut, Ausdauerstab ist vielleicht auch nicht so das Optimale. Dafür hätte er noch ein hübsches Epic hier, das ist auch nicht schlecht. So, und das war's auch eigentlich schon wieder. Ich laber wieder ohne Ende, 6 Minuten. Jo, dann sehen wir uns im nächsten Video und bis zum nächsten Mal bei einem Jackson Fidget Video. Ciao, ciao.